Ja, die berühmte Ärztin Dr. Med Petra Brach, die ja auch von den Next Scientists for Future.de empfohlen wird, sozusagen hat eine Sendung veröffentlicht, und zwar, dass sie sagt, ihre vorsichtige Einschätzung, sie vermutet eben, dass die Corona Stärke, die Virusstärke ungefähr einer Grippestärke entsprechen dürfte und dass eben das Ausschlaggebende, die Immunschwächung durch krankmachende Ernährung und Bewegungsmangel und so weiter ist, was sie ja natürlich auch ganz aktiv dann angeht bei ihren Patienten sozusagen. Und dann stellt sie eben auch die Frage, sind die Leute gestorben mit Corona oder an Corona? Ne? Dann erwähnt sie, dass ab dem 27.01. offensichtlich da das ganze Corona-Thema in Deutschland gelaufen ist. Das wären dann ja jetzt quasi ja letztendlich 3 Monate Laufzeit und ja und so weiter. Und dass wahrscheinlich in Schweden, das wahrscheinlich auch um diesen Zeitpunkt aufgetaucht ist und die jetzt dann auch 3 Monate Laufzeit haben, das ergänzt sich jetzt sozusagen mal. Ja, und sie spricht eben auch darüber, dass diese Menschen sehr viele Vorerkrankungen haben und dass sie manchmal dann eben im Krankenhaus erst recht multiresistente Keime dazu bekommen. Der Sender, einer der Sender, die unsere Sendungen ausstrahlen, ist ja News und Talks. Und da finden Sie auch in der Playlist dann jetzt, wurde mir mitgeteilt, ist das Video von Dr. Meta Petra Pracht, also in der Playlist Nummer 2 drin. Am Ende der Playlist finden Sie jetzt da auch dieses neueste Video von Dr. Med Petra Bracht zum Thema Corona. In der Playlist, der Playlist auf YouTube Next Scientists for Future finden Sie dann auch das von ihr empfohlene Arte, die von ihr empfohlene Arte-Sendung Profiteure der Angst heißt sie, glaube ich. Die ist also in der Playlist bei Next Scientists for Future bei YouTube auch als Sendung mit in die Playlist aufgenommen, sozusagen. Ja, dann KenFM hat also eine sehr ausführliche Sendung über Bill Gates gemacht, die schon teilweise sehr vehement Bill Gates angreift, ja, aber das ist das, was ich nicht so gut finde, ja. Warum denn immer so viel Feindschaft schüren, ja? Also so viel Gegeneinander, so viel Kontra, ja? Also mag ja alles sein, was sie so Negatives über Bill Gates schreiben. Auch da fällt mal wieder auch das Wort vom König, weil wir sprechen ja da immer vom Milliardärskönigen, ja. Mag ja alles sein, aber was soll denn diese Feindschaft bringen? Ja, was soll denn diese Spalterei sein, also den jetzt Bill Gates zum erklärten Feind zu machen? Was soll denn immer dieses, wie sollen wir denn eine versöhnliche, neuere, bessere Weltordnung hinkriegen? Wenn man immer nur Gegner und Feinde benennt, ja, und dann so eine Art Verschwörungstheorie, diese bösen Menschen wollen uns halt Böses und das ist unabänderbar. Ja, aber dann ist doch alles unabänderbar. Wozu dann dieser Bericht, ja, wenn es doch so ist, dass die Menschen einfach böse sind und dass wir sie nur beschimpfen müssen und so weiter. Ja, wozu dann diese ganzen Berichte? Dann könnte KenFM seinen Sender einstellen, ja, ja denn die Bösen, die sich verschworen haben, die werden das ja auch nicht ändern. Und wir haben doch keine Chance dagegen. Ja? Wir sind doch ohnmächtig gegen unsere Milliardärskönige. Ne? Das ist doch nun mal Fakt. Ja? Dann der Sender RT, also wahrscheinlich Russia Today, RT, der fehlende Part, brachte einerseits einen hochinteressanten Talk mit einem Krankenpfleger.
der also so Dinge sagte, so ungefähr wie, ja, die Beatmung, das habe ich ja schon vor Wochen befürchtet, dass genau das passieren wird, dass die Beatmung sehr früh eingesetzt wird, weil dann nämlich, wenn die Beatmungsröhren eingelegt sind sozusagen, dann kann der Atem der Kranken sozusagen das Personal nicht mehr infizieren. Das würde bedeuten, dass man also in erster Linie aus Schutzgründen für das Personal die Leute beatmet hat und dadurch alle die schädigenden Aspekte einer so langen Beatmung sozusagen riskiert hat, eher zugunsten des Personals, ja. Und ja, und dann sagt Daniele Ganser wieder, da sieht man wieder das, also Ken FM, und war ja auch bei Daniele Ganser wurde ja auch viel von Ken FM gesendet und berichtet, ja. Und da sieht man wieder dieses Verschwörungsmäßige, diese Feindbildneigung, diese Spaltung der Gesellschaft, ja, auch durch Daniele Ganser. Er spricht davon, es wurde immer schon viel gelogen. Wieso sagt er nicht, dass oft Menschen im Irrtum sind, ja, dass gerade im Bereich auch der Milliardärskönige man sich halt auch einfach viel irrt und dass man eben verseucht ist mit gewinnbringenden Irrtümern, dann ist es kein Angriff, sondern dieses Gelogen, ja, unterstellt ja, dass diese Milliardärskönige alle ganz bewusst alle belügen würden und dass jetzt Drosten lügen würde und wieder. Nein, die glauben ihre Irrtümer, die sind die Marktwirtschaft als Grundsystem, das ist immer das Gleiche, diese Feindschaft, diese Verschwörungstheorien, dieser Hass gegen und sozusagen anstatt die Versöhnung immer dieses, ja, die lügen, die haben sich verschwören, die wollen uns Böses und so weiter. Schluss mit dem Unsinn, ja. Also ich würde sagen, von daher sollte man auch Daniele Ganser einfach nicht zuhören und Ken FM nicht zuhören, weil sie einfach spalten, weil sie einfach nur Feindbilder machen und einfach nur Hetze gegen vermeintliche Feinde bringen. Und das ist halt problematisch. Ne? Das bringt uns überhaupt nichts. Ich werde ja gleich erklären, wie die Welt funktioniert. Ja, oder ich mache das, bevor ich die letzten Teile bringe der heutigen Sendung, bringe ich mal kurz das Endergebnis der Naturwissenschaft als Vorschlag. Also, denn Naturwissenschaftler sind nie so, dass sie sagen, okay, unser jetziges naturwissenschaftliches Weltbild ist jetzt unkorrigierbar, sondern jeder einzelne Punkt dieses Weltbildes kann korrigiert werden gerne und gerne jederzeit korrigiert werden und diskutiert werden. Es ist ein Vorschlag an die Wissenschaftswelt, dass das als Vorschlag könnte das die ultimative letztendliche Menschheitserklärung sein, die uns raushilft aus der Falle, ja, aus den ganzen Menschheitsproblemen, ja. Schluck Wasser, sorry. Ich versuche es ganz kurz. Vor 13 Millionen Jahren bis vor etwa 4 Millionen Jahren waren unsere Urgroßeltern noch ziemlich aggressiv. Die waren so eher Gorilla-ähnlich, müssen wir uns eher ziemlich Gorilla-ähnlich vorstellen, mit großen Eckzähnen, die geeignet waren, Rivalen schwer zu bedrohen und also Eifersucht, Rivalenkampf, Besitz an Frauen, möglicherweise auch Haremssystem sozusagen. Ja, und dann bis vor 4 Millionen Jahren verschwanden unsere Eckzähne, die ja sogar bei den Bonobos noch nicht völlig verschwunden sind, sozusagen.
weil die nämlich auch manchmal noch kleinere Affen jagen, aber da die auf den Bäumen rumhuschen können, die Bonobos, können die solche Affen fangen. Und vielleicht ist es dafür ganz gut, noch einen Rest der Eckzähne zu haben, wenn man die auch für den Rivalenkampf nicht braucht. Aber vielleicht ist es bei den Bonobos wirklich so, weil die ab und zu mal ein bisschen jagen, dass sie dafür ihre Eckzähne brauchen zum besseren Aufreißen oder Töten dieser kleinen Affen. Ja? Während wir ja da schon wohl 4 Millionen Jahre, da haben wir uns ja schon Richtung aufrechten Gang bewegt gehabt mit unserem unbeholfenen aufrechten Gang in der Savanne konnten wir natürlich keine kleinen Affen fangen. Da waren wir viel zu langsam für und deswegen haben wir wahrscheinlich die Eckzähne ganz verloren. Das bedeutet, dass wir ein völlig anderes Leben hatten, nämlich dass wir eben sozusagen ein viel kommunistisch-sozialistischeres Leben evoluiert hatten, in dem es keine Eifersucht gab, keinen Besitz an Frauen und so weiter. Also wir hatten quasi das Gorilla-ähnliche Stadium überwunden und eine viel sozialere Lebensform entwickelt, in der die Männer alles den Frauen und Kindern ihrer geliebten Kommune schenkten. Und sozusagen dieses Schenken, das ist unsere natürliche Lebensweise, die dann sich immer weiter evoluierte, also im matriarchale, kommunistische, sozialistische Lebensweise bis vor 400.000 Jahren zu Zeiten des späten Homo erectus. Ach so, ganz kurz noch, also vor 4 Millionen Jahren, als wir die Eckzähne verloren, waren die Erfindung von Werkzeugen oder gar Waffen noch unendlich weit entfernt. Die ersten Werkzeuge, Steinmesser, Steinhämmer, tauchten wohl vor 2,5 Millionen Jahren bei unseren Urgroßeltern auf, sozusagen, sodass also das Verschwinden der Eckzähne eindeutig auf den Verlust, auch das Verschwinden, nach und nach Verschwinden der Körpergröße, also der Gorillamann ist ja etwa zweimal so schwer wie die Frauen. Also sozusagen, das Ganze spielte sich, ich zeige es mal hier auf dieser Karte, hier ab in Afrika, also irgendwo hier und so weiter, hat sich ja im Prinzip die Evolution der Menschheit abgespielt. Also unsere Urgroßeltern sind alle Afrikaner gewesen, wir sind alle Afrikaner. Ja, von wegen Rassisten hier, schöner Gruß, wir sind alle Afrikaner, wir sind alle die Nachfahren. Wir stammen alle aus Afrika. Ja, es gibt keine anderen Homo sapiens so außerhalb von Afrika. Ne? Gab es nicht. Und alles, die ganze Welt wurde besiedelt von Afrika aus. Wir sind also alle Afrikaner. So viel als herzlicher Gruß an alle Rassisten. Ja? Das bedeutet jetzt, dass letztendlich die Bonobos, die leben ungefähr alle hier. Ich glaube südlich des Kongo heißt es so, ungefähr hier in einem Gebiet leben alle Bonobos der Erde. Die menschenähnlichsten, auch am ehesten kommunistisch-sozialistischen Lebewesen der Erde, matriarchale Hippie-Affen, hat sie mal Professor Franz de Waal genannt. Die machen ja Make Love Not War und das funktioniert ja auch noch bei denen halbwegs. Aber die sind natürlich viel primitiver, als wir das vor 400.000 Jahren waren. Na gut, also so, und dann ging es weiter und jetzt kommt das Entscheidende. Die Bonobos haben bisher ihr Glück nie den Tauschhandel erfunden, aber wir haben den Tauschhandel erfunden und das bringt die Hölle auf Erden sozusagen. Denn das ist quasi Marktwirtschaft, das ist das Kernelement der Marktwirtschaft, ja. Und dass dieses Kernelement der Marktwirtschaft, ganz kurz, ich kürze alles wieder brutalst ab, ja. Wo ist es? Das Kernelement der Marktwirtschaft ist, dass gewinnbringende Irrtümer sich ausbreiten und bei Corona eben sozusagen ist es eben falsch, Bill Gates jetzt da irgendwelche bösen Absichten zu unterstellen und oder wie Daniele Ganser das gemacht hat, Lügen zu unterstellen. Das ist einfach ein Irrweg, ja, ein völliger Irrweg.
sondern das handelt sich um die darum, dass ohne böse Absicht gewinnbringende Irrtümer zwangsläufig entstehen, weil die freie, die Marktwirtschaft, deren Chefideologe ja der berühmte Dr. Markus Krall mit seiner bürgerlichen Revolution ist, weil diese freie Marktwirtschaft generell eben zur Zerstörung von allem führt, was Dr. Krall leider nicht durchschauen kann, weswegen wir ihn immer wieder kritisieren müssen. Ja, denn leider glauben viele Menschen seiner gefährlichen Ideologie. Das ist zurzeit die gefährlichste Ideologie des Neoliberalismus, die wir im Moment haben, Dr. Markus Krall, ne? Und seine bürgerliche Revolution. Ja, also das bedeutet jetzt, dass also hier, denken wir an den Früharzt, nehmen wir einen Mensch, der ist zugleich Früharzt, also Schamane und Händler. Also Früharzt und Frühhändler, und der sagt, ja, ist doch toll, wie ihr kommunistisch lebt und all das schöne Schmuse und Geliebe und so weiter. Ach ja, und ist das toll, dass die Männer, die leistungsfähigen Männer alles, was sie finden an Nahrung, den Frauen und Kindern schenken und so weiter. Lebt nur weiter so, und ich als Frühhändler, ich bringe euch halt nur mal ganz besonders leckere, besonders reife Früchte und Gemüse und so weiter. Und ihr dürft auf keinen Fall das essen, was diese modernen Nahrungshändler, die jetzt überall von Kommune zu Kommune ziehen, das dürft ihr auf keinen Fall essen, denn das schwächt euer Immunsystem, und dann habt ihr schwächere Immunsysteme als die anderen Tiere der Natur, und dann können auf euch gefährliche Viren überspringen, und dann treffen die auf ein viel schwächeres Immunsystem, weil ihr dann immungeschwächt seid, und dann können solche Corona-Probleme entstehen, ja, sozusagen. Ja? Also ihr müsst schon auf euer Immunsystem achten. Ja? Das ist der gute, wahrheitsorientierte Früharzt und Frühhändler. Das Dumme ist, dass ab der Erfindung des Tauschhandels genau zwangsläufig durch Mutation und Selektion der sich irrende Händler entstehen muss, nämlich der sagt, der Frühhändler und Früharzt sagt, nein, ihr könnt ruhig all diese neue künstliche Nahrung, die ich euch liefere, essen und kaufen, und ich als Früharzt sage euch, das ist total gesund, also da gibt es keine Immunschwächung und nichts, ist total gesund, könnt ihr kaufen, ne? Und so weiter, und dann dadurch passiert Folgendes, dass auch das bestätigt er auch nochmal in seiner Rolle als Früharzt, ne? Dadurch werden die alle Leute alle ernährungsbedingt und lebensstilbedingt krank, und wenn er jetzt noch hingeht zum Beispiel jetzt ganz kurz und dann auch noch sagt, ja, und ich finde euer Geschmuse in den Kommunen ist ja so eklig und so widerlich, das ist unschicklich, unmoralisch, unkeusch und so weiter, ja, dann fangen die Leute an, ihren Lebens- und Ernährungsstil aufzugeben, werden immer wieder häufiger krank, und er kann ständig daran profitieren und immer wieder gut verdienen, kann hier zwei Kinder ernähren, dann drei Enkel ernähren hier, und so geht es immer, und hier wieder zwei Urenkel und so weiter, und so entsteht eine riesen Großfamilie an Medizinprofessoren und Einzelhändlern und Großhändlern, Nahrungshändlern und so weiter und Nahrungsbetrieben und so weiter. Und alle glauben sie ihre gewinnbringenden Irrtümer, dass also sozusagen ja alles in Ordnung sei und dass einfach nur die Leute einen Mangel an Impfungen, an Bestrahlung, an Chemotherapien und an allem Möglichen haben. Und deswegen glaubt dann natürlich ein Bill Gates, dass die Menschheit einfach nur einen Impfungsmangel habe, ja, anstatt sich um gesündere Ernährung, wie heißt es, sagte der eine Doktor, Multidoktor, letztens sauberes Wasser, also wir haben schmutziges Wasser, wir haben schmutzige Ernährung, wir haben schmutzige Luft und wir haben schmutzige Nahrung und schmutzige Medikamente und all das schwächt unser Immunsystem und tötet uns und nicht der Mangel an Impfungen oder ähnlichen Dingen, ja. Außerdem müssen wir da eben auch drüber nachdenken. Das heißt also, und dann die Leute schmusen immer weniger, dadurch spaltet sich in den Kommunen, wo ist es? Dann spalten sich sozusagen hier zwei Gruppen, dann die Kommunen zerfallen sozusagen, weil die Männer, die fähigen Männer fühlen sich nicht mehr geliebt und werden dann so nach und nach zu Milliardärskönigen.
Das ist also die eine Spaltung und die anderen spalten sich ab und werden zu Verbrechern. Ja, die Dümmeren spalten sich ab und werden zu Verbrechern und die Fähigen werden zu Milliardärskönigen sozusagen. Und dann gibt es dieses schöne Kommunenleben nicht mehr und dann haben wir diese Spaltung zwischen Arm und Reich, die Schere zwischen Arm und Reich, die also vorher gar nicht existierte, weil die Fähigen immer alles ihren geliebten Kommunen geschenkt haben, was sie gefunden haben und herausgefunden haben und entwickelt haben und produziert haben und so weiter. Ja? Und das ist die ganze Geschichte und jetzt müssen wir das Ganze doch nur wieder reparieren, zum Beispiel durch die Wohlfühlstimme der Next Scientist for Future.de oder eines ihrer anderen 100 Konzepte, müssen wir doch einfach nur sozusagen diesen Grundfehler beenden, nämlich diesen Grundfehler hier, dass hier sozusagen die Irrtümer Gewinne bringen, ja, und dadurch sich die Irrtümer ausbreiten und Irrtümer zerstören nun mal alles, ja. Und dann das Gegenteil wird dann sein, wenn die Wohlfühlstimme entscheidet, dann über alle Verdienstzuschläge entscheidet und die Gesundheitsdaten über alle Verdienstzuschläge entscheiden, dann rückt nämlich diese Art von Arzt, die es ja bei den Next Scientist for Future.de und außerhalb ja noch gibt, so ist ich, siehe Wodak oder Dr. Med Petra Bracht oder so, die es außerhalb, also der ja überall gibt, diese gutwilligen Ärzte, die noch wahrheitsorientiert, teilweise wahrheitsorientiert denken können, ja, die rücken dann an diese Stelle und werden jetzt richtig erfolgreich, weil sie wegen der Wohlfühlstimmen ihrer Kunden, die sie verbessern sozusagen, werden diese heutigen Ärzte und heutigen Händler dann zu den großen Gewinnern, werden ganze Familien, Großfamilien begründen und werden dann demnächst alle Medizinprofessoren stellen, sodass dann also plötzlich solche Ärzte wie Dr. Petra Bracht eben dann die Bundesregierung beraten und die Next Scientist for Future.de Ärzte, die Next beraten und eben oder Dr. Wodak und so und alle am Tisch sitzen und sagen, na hoppla, wir müssen jetzt erstmal irgendwie harte Daten herkriegen, ob wir es wirklich mit einem stärkeren Virus als einem starken Influenza-Virus zu tun haben und ob dann da überhaupt Handlungsbedarf besteht und ob wir sozusagen nicht ansonsten einfach nur noch mehr Energie in die gesunde Ernährung, das gesunde, saubere Wasser, saubere Luft, saubere Nahrung und unschädliche Medikamente oder was auch immer stecken müssen. Und dann kriegen wir guten Rat sozusagen. Und dann wird auch die Regierung gut beraten und die Medien werden gut beraten. Und dann ist das Problem aus der Welt geschafft, ja. So, das heißt, das ist die ganze naturwissenschaftliche Geschichte total runtergekürzt auf die Essentials. Ne? Das ist das neue Weltbild, das die Naturwissenschaft, die Spitze der Naturwissenschaft natürlich nur anbietet und das zur Diskussion steht. So wie Professor Richard Wrangham vor vielen Jahren, vor 20 Jahren circa, ja, seine Story von der Evolution der Menschheit angeboten hat in dem Artikel Cooking and Human Origins oder so ähnlich war der Titel. Und das ist so, sind so Vorschläge, die Welt ganz neu zu sehen und eine neue Zusammenfassung aller naturwissenschaftlichen Hinweise, paläoanthropologischen Hinweise und so weiter, um die gesamte Welt zu erklären. Und das darf gerne diskutiert werden. Und ich halte es nur für ein sehr überzeugendes Modell. So, jetzt noch die zwei letzten Nachrichten von heute. Die falsche Idee, die schlechte Welt als erstes beim versteckten Kolonialismus durch Freihandelsabkommen anzugehen. Also das muss ich nochmal wiederholen. Also es gibt ganz oft, war jetzt auch im Internet wieder aufgetaucht, ja, immer diese falsche Idee. Ja? Man könnte die schlechte Welt als erstes
beheben, indem man erstmal außer Nächstenliebe, anstatt Nächstenliebe zu entwickeln, wie zum Beispiel durch die Wohlfühlstimme, also sozusagen Nächstenliebe zu praktizieren, also erstmal die Wirtschaft dazu zu bringen, in Europa, in Deutschland menschenfreundlich zu werden und naturschützend zu werden und klimaschützend zu werden und so weiter. Anstatt das zu erwirken, müsste man als erstes erst einmal der dritten Welt helfen. Da muss ich dazu sagen, natürlich ist es so, dass im Moment wir es mit einem versteckten Kolonialismus zu tun haben, der sich als Freihandelsabkommen tarnt sozusagen. Natürlich geht es darum, die dritte Welt auszuplündern und so weiter. Davon lebt übrigens ganz Europa. Wenn Europa dieses Plündern der dritten Welt nicht mehr hätte, ich weiß gar nicht, vielleicht wäre dann Europa pleite. Keine Ahnung. Ne? Aber vor allem ist es das ist nicht mehrheitsfähig. Sie können nicht dem Bürger, der Masse der Bürger sagen, ja, dass sie wollen, wir wollen jetzt erst einmal die dritte Welt retten. Wir sollten uns erst mal selber retten vor der Marktwirtschaft, ja. Und dann gehen wir Stück für Stück vor und dann ist auch die dritte Welt bald dran, gerettet zu werden. Aber erst einmal doch Europa retten und Deutschland retten und so weiter, ja. Und nicht immer, denn Menschen sind nun mal genetisch so, dass Menschen nun mal so sind, dass sie nur die In-Group als Nächste empfinden. Also die Deutschen haben es, leider haben wir ja bis jetzt immer noch nicht die United States of Northern Europe, die wir dann vielleicht auch als mittlerweile gelernt hätten, als In-Group zu empfinden. Aber allerhöchstens empfinden bis jetzt die Deutschen als In-Group und alles andere ist Out-Group und damit eigentlich uninteressant, interessiert einfach nicht. Ja? Und deswegen, so kann man eben keine Reformen machen mit solchen naiven Ideen. Ja, lasst uns erst einmal die dritte Welt retten. Ja, wer macht denn da mit? Da macht die Masse der Gesellschaft nicht mit. Liebe Leute, ne? Schluck Wasser, sorry. Ja, und dann auch das übertriebene Kinderretten schwächt den Genpool des dritten Schimpansen in Bezug auf das Immunsystem. Ja, also was haben wir denn gemacht? Wie haben wir es denn geschafft, dass wir ein so schwaches Immunsystem haben, dass uns ein paar Fledermausviren so überhaupt wehtun können? Ja, wie konnten wir unser Immunsystem so sehr schwächen? Ja, und das ganz kurz gesagt, ja, zum Beispiel auch dadurch. Es ist doch ganz klar, die gewinnbringenden Irrtümer beinhalten auch zum Beispiel dann die Idee, genauso wie die Kosmetikindustrie natürlich irgendwann den gewinnbringenden Irrtum bringt, dass es für die Kinder ganz toll sei, wenn sie ab der Geburt mit Kosmetika eingerieben würden und dann ganz früh an Kosmetika gewöhnt würden und sich am besten schon mit 3 Jahren schminken, ja, den ganzen Tag, ja. Das ist eine Irrtumsidee, aber die ist natürlich gewinnbringend. Wenn ich so eine Irrtumsidee als Kosmetikfirma habe, dann werde ich gutes Geld verdienen, ja, denn ich werde einen neuen Kundenbereich eröffnen. Das Gleiche ist eben auch in der Medizin passiert. Man hat irgendwann aufgehört zu akzeptieren, dass sozusagen das Genom ein Ungleichheitsgenerator ist, der den Charakter einer Lotterie hat, dass die meisten Mutationen schädlich sind und deswegen notwendig viele Eizellen entstehen, die grundsätzlich gar nicht fürs Leben bestimmt sein können, weil sie in der Lotterie solche Ausreißer sind, dass sie einfach nur defekt sind sozusagen. Und diese defekten Eizellen gehen teilweise ab, aber manchmal werden solche Kinder dann trotzdem auch geboren. Und dann hat man die früher einfach sterben lassen, die hatten kein genügend starkes Immunsystem und sind dann halt sehr schnell gestorben und alle haben das akzeptiert. Und das war nichts Ungewöhnliches, das, was weiß ich,
von 10 Kindern dann halt, haben halt nur 3 überlebt, ne? Und die anderen, die waren halt, das war halt die Lotterie des Lebens, die waren gar nicht fürs Leben geeignet. Also sozusagen ein Kind musste erstmal aus dem Gröbsten raus sein, dann erst war es sozusagen ein Mitglied der Gesellschaft, wo man dann mit allen Mitteln ja berechtigterweise, wenn das Kind eine Persönlichkeit entwickelt hat, eine eigene Geschichte hat, ein eigenes Lebenswerk angefangen hat zu bilden und so weiter, dann ist es klar, dass man mit allen gesundheitlichen Mitteln und medizinischen Mitteln das Überleben sichert. Aber in Wirklichkeit hat man nur die Medizin, diese Irrtümer jetzt waren dann gewesen. Nein, wir sollten schon ab der Eizelle in den Mutterleib eingreifen mit Eingriffen und dort schon das Kind reparieren und behandeln und heilen. Ja, sozusagen. Und diese Irrtumsidee, die dann auch in die Medizinethik einfloss, die dann wieder in die gesamte Gesellschaft als Irrtum eindrang. Ja? Sozusagen haben wir jetzt alle mittlerweile manipulierte Bürger, die sagen, ja, es ist vollkommen richtig, dass wir auch eine Eizelle, die also genetisch irgendwie völlig abartig ist, sozusagen, dass wir die operieren und gentherapeutisch behandeln und so weiter, weil jede Eizelle und jeder Fötus und jeder Embryo und jedes Ungeborene und dann auch Geborene muss gerettet werden um jeden Preis. Ja, und dass solch ein Irrtum bringt natürlich Milliarden Gelder in die Medizinindustrie hinein. Ja? Und das heißt, wir brauchen natürlich wieder eine naturwissenschaftliche Perspektive auf das Ganze, nämlich dass sozusagen dieses durch die Marktwirtschaft automatische Erschließen auch der Kleinstkinder und der Eizellen und Embryos und Föten als Kunden sozusagen, dass die Kosmetikindustrie noch nicht gebracht, dass man im Mutterleib vielleicht die Kinder schon mit Kosmetika einreiben sollte, weil das ja so gut sei und so weiter. Soweit ist es bei der Kosmetikindustrie noch nicht gekommen, aber die Medizinindustrie kann ja jetzt bis zur befruchteten Eizelle, bis an den Moment der Befruchtung zurückgehen und dort eingreifen und behandeln. Ja? Und wir müssen uns klar sein, dass wir also Moralitäten bekommen haben, lauter neue Moralitäten, einfach nur, weil es gewinnbringend ist. Ja? Und ohne böse Absicht. Niemand will uns da Böses. Das ist die teuflische Wirkung der freien sozialen Marktwirtschaft. Also ich glaube, für diese Ausgabe unserer wissenschaftlichen Tagesschau heute habe ich mal für einen Moment, glaube ich, alles geschildert, was neu war. Ja, bis später.